Umjubelter Besuch mit Standing Ovations in Geislingen. Mit stehenden Ovationen wurde dort gestern Abend Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble empfangen. Der Mann, der als der wichtigste Mann hinter der Bundeskanzlerin gilt und der seit 1984 fast ununterbrochen Bundesminister ist, war von der CDU Zollernalb und dem Stadtverband und der dortigen Landtagskandidatin Nicole Hofmeister-Kraut eingeladen worden. Schäuble sprach in der dortigen Schlossparkhalle unter anderem über die derzeit angespannte Situation in Europa, aber auch über die aktuelle Flüchtlingskrise. Der CDU-Politiker warnte dabei eindringlich vor dem Zerfall Europas, des Euros und vor deutscher Europamüdigkeit. Europa habe die Wiedervereinigung, den deutschen Wohlstand und den langen kontinentalen Frieden erst ermöglicht. Zur Flüchtlingskrise mahnte Schäuble an, wir müssen es schaffen. Dabei verteidigte auch die Bundeskanzlerin, die daran arbeite, so schnell wie möglich die Flüchtlingszahlen zu senken. Mehr zu Schäubles Rede demnächst bei RTF1.